Wir schauen uns erstmal einen Filmausschnitt an. Vater, das war eine großartige Predigt. Brachte mich zum Weinen. Was verwirrt Sie denn diese Woche? Ach, wieder die alte Dreifaltigkeitsgeschichte. Frankie, die meisten kapieren schon im Kindergarten, dass das eine Glaubensfrage ist. Ist das, als wären Loops, Cheerios und Pops zusammen ein Dreierpack? Sie stehen hier vor meiner Kirche und vergleichen Gott mit Frühstücksflocken. Sie kommen nur jeden Tag zur Messe, um mich auf die Palme zu bringen. Das wird Ihnen heute nicht gelingen. Aber ich bin verwirrt. Nein, das sind Sie nicht. Doch, das bin ich. Hier ist Ihre Antwort. Es gibt nur einen Gott. Sonst noch was, denn ich habe zu tun. Was ist mit dem Heiligen Geist? Er ist die Verkörperung von Gottes Liebe. Und Jesus? Ist der Sohn Gottes. Spielen Sie nicht den Dummen, ja? Jan, und was ist er dann? Macht ihn das zum Halbgott? Es gibt keine Halbgötter, Sie verdammte Heide. Was will uns dieser Filmausschnitt sagen? Was will er uns mitteilen? Dieser Filmausschnitt ist nicht der Beweis dafür, dass die Trinität widerlegt wird. Aber es bringt genau zum Punkt, dass 1 plus 1 plus 1 unmöglich ist, dass es 1 ist. Es ist nämlich 3. Clint Eastwood, der Regisseur, der macht es klar und deutlich, damit jeder mal sich mal die Frage stellt, wie man daran glauben kann, dass der Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist eins sind. Er stellt die Frage als Christ, denn er ist ein Christ, ein Gläubiger. Und es gibt genug Christen, denn er sagt selber in diesem Film, ja, ich stelle eine ganz klassische Frage, eine alte Frage, die schon so oder so schon vorher die Christen gestellt haben, immer wieder. Die kamen mit der Trinität nie klar. Und er bringt es genau zum Punkt. Du sollst auch mal dir mal die Frage stellen, wie 1 plus 1 plus 1 3 sein kann, obwohl es normalerweise 1 ist. Man sagt drei Wesen. Vater, Sohn, der Heilige Geist. Hier, das sind drei. Man sagt nicht der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, 1. Vater, Sohn, der Heilige Geist, 3. 3 Finger. Und man sagt, diese 3 Finger sind auf einmal 1. Und das ist absurd. Wer glauben will, kann daran glauben. Aber jeder Christ, egal wer das ist, spielt keine Rolle, wer das ist. Jeder Christ, der zweifelt daran. In sein Herzen. Aus dem Mund bezeugt er, dass es 1 ist. Aber er zweifelt daran. Es werden einige sagen, ja, ihr Muslime, ihr glaubt daran nicht. Das ist, diese Frage stellen sich nicht nur die Muslime, diese Frage haben schon vorher, viel früher, Christen gestellt. Clint Eastwood sagt hier, stellt sich die Frage. Der Pfarrer beantwortete, er sagt, das ist eine Glaubensfrage, man muss einfach daran glauben. Entweder glaubt man oder man glaubt daran nicht. Man kann das nicht beantworten. Und wie kann man an einen Gott glauben, den man nicht beantworten kann? Wir Muslime, wenn ihr uns mal Fragen stellen solltet, wer ist Gott? Egal, ob wir jetzt im Osten sind, im Westen, im Süden oder im Norden, wir werden immer gleich beantworten, die praktizierenden Muslime. Wir werden sagen, der Gott ist der Einzige, der Absolute, ewig Unabhängige und er wurde nicht gezeugt und hat nicht gezeugt und nichts ist ihm gleich. Das wird ihr von jedem Muslim hören, der einigermaßen schon mal den Koran gelesen hat. Aber wenn es um die Christen geht, ja, da kriegt man verschiedene Antworten. Man kriegt verschiedene Antworten. Ich habe meine Pfarrer gefragt, ich habe eine Frage an sie, habe ich gesagt, können Sie mir bitte die Trinität erklären? Der Pfarrer meinte, bitte nicht das. Alles, aber nicht das. Ich erhalte sehr viele E-Mails, Nachrichten und der eine sagt, ja, das ist der Sohn ist Gott. Der andere sagt, der Vater ist der Sohn, sind gleich. Der andere sagt, nee, der Sohn ist nicht Gott. Immer verschieden. Also verschieden, man antwortet immer anders. Und dann wollen die uns erklären, dass 1 plus 1 plus 1 1 ist. Ist es glasklar? Zweifelst du nicht daran?
Hast du noch nie daran gezweifelt? Ich habe daran nicht gezweifelt, dass mein Gott einer ist. Zweifelst du daran? Die Trinität geht, wenn man die Bibel lesen sollte, die vier Evangelien, das Wort von Jesus, dann geht die Trinität zugrunde. Die geht kaputt. Denn Markus 3, Vers 28 steht geschrieben, was steht da geschrieben? Da steht geschrieben, wer Gott lästert, den wird vergeben. Wer den Sohn lästert, den wird vergeben. Wer den Heiligen Geist lästert, den wird nicht vergeben. Keine Chance. Das heißt, da kann man gar nicht mal sagen, 3 ist 1, weil bei 2 wird vergeben, bei 1 wird nicht vergeben. Das bricht auseinander, es geht komplett kaputt. Wie ein Glas, wenn ich jetzt fallen lassen würde, wäre kaputt. So geht es auch kaputt. Nur man muss denken und lesen und analysieren und interpretieren. Aber wenn man einfach sagt, ich glaube daran, der Vater, Sohn, der Geist sind alle 3 eins. Glaub, was du willst. Du kannst an alles glauben. Du kannst daran glauben, dass jeder Gott ist. Aber das ist nicht wahr. Das sind nur Wunschvorstellungen. Genauso sagt auch Jesus in der Bibel, in Johannes 14, Vers 1, glaubt an Gott und an mich. Er sagt hier nicht, glaubt an den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist ein Gott wäre, ja, 3 Wesen, dann hätte er auch sagen müssen, glaubt an Gott, an mich und an den Heiligen Geist. Aber er sagt, glaubt an Gott und an mich. In Johannes 16, Vers 27 steht geschrieben, der Vater hat euch lieb, weil ihr mich lieb habt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Daher, also wenn man glaubt daran, dass Gott Jesus gesandt hat, das reicht aus in der Bibel, das Wort von Jesus. Nicht von Paulus, sondern von Jesus. Dann heißt es auch Johannes 8, Vers 41, die Juden sagen, wir haben nur einen Vater, das ist Gott, das reicht uns. Jesus sagt, wie könnt ihr behaupten, dass Gott euer Vater wäre? Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieb haben und glauben, dass ich von Gott ausgegangen bin. Denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Er sagt, wenn ihr mich lieb habt, dann würdet ihr glauben, dass ich Gesandter bin, dass ich gesandt wurde. Er sagt nicht, dass ich Gott bin oder dass der Heilige Geist und so weiter. Das allererste Gebot, man soll neben Gott keine anderen Götter zu sich nehmen. Man soll nur den einzigen Gott glauben. Das allererste Gebot, wo ist der Heilige Geist? Dieser Filmausschnitt sollte dich zum Nachdenken anregen. Glaub an was du willst, du wirst zur Rechenschaft gezogen. Und wisse, dass Jesus nur an einen Gott geglaubt hat und nicht an 3 Götter. Aber wenn du sagst, der Vater, Sohn, der Heilige Geist, auch wenn du es nicht glauben willst, auch wenn du sagst, du bist ein Muslim, wisse, dass es 3 sind, nicht 1. Es sind 3 Finger. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, nicht ein Finger. Vater, das war eine großartige Predigt. Brachte mich zum Weinen. Was verwirrt Sie denn diese Woche? Ach, wieder die alte Dreifaltigkeitsgeschichte. Frankie, die meisten kapieren schon im Kindergarten, dass das eine Glaubensfrage ist. Ist das, als wären Loops, Cheerios und Pops zusammen ein 3er-Pack? Sie stehen hier vor meiner Kirche und vergleichen Gott mit Frühstücksflocken. Sie kommen nur jeden Tag zur Messe, um mich auf die Palme zu bringen. Das wird Ihnen heute nicht gelingen. Aber ich bin verwirrt. Nein, das sind Sie nicht. Doch, das bin ich. Hier ist Ihre Antwort. Es gibt nur einen Gott. Sonst noch was, denn ich habe zu tun. Was ist mit dem Heiligen Geist? Er ist die Verkörperung von Gottes Liebe. Und Jesus? Ist der Sohn Gottes. Spielen Sie nicht den Dummen, ja? Jan, was ist er dann? Macht ihn das zum Halbgott? Es gibt keine Halbgötter, Sie verdammte Heide.